Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute das Follow Me Around zu dem YouTube-Treffen nach Frankfurt. Wisst ihr ja Bescheid bestimmt, dass das heute war. Es ist jetzt auch schon danach, deswegen sehe ich nicht mehr ganz so frisch aus. Sorry, ich bin davor nicht so ganz dazugekommen und drehe jetzt einfach danach schnell. Und gleichzeitig auch noch ein bisschen Haul und so. Und ja, deswegen, meine Haare sind auch nicht mehr so. Wir sind in den Regen gekommen und deswegen sind meine Haare auch nicht mehr ganz so glatt und ich bin nicht mehr so ganz fresh geschminkt. Aber egal. Es war ein super, super toller Tag. Es ist jetzt 9 Uhr und ich bin jetzt ja gerade nach Hause gekommen, so vor einer halben Stunde ungefähr. Und es war einfach ein super, super Tag. Die Becky, also die Rebecca Flütter, die ist ja gefahren. Und nochmal vielen Dank fürs Fahren. Becky war super lieb und die St. Millie ist noch mitgefahren und der Davy X21 ist mitgefahren und ja, der, wie heißt der, Kevin Goes Oakland oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der YouTube-Name ist. Ist ein Freund von der Becky, der war auch noch mit dabei und ja. Dann sind wir losgefahren, wir haben uns hier getroffen im Mannheimer Hauptbahnhof und dann sind wir nach Frankfurt gefahren und dann sind wir in das Restaurant, wo die YouTuber sich getroffen haben und dann waren wir erstmal was essen. Da folgen natürlich jetzt nach meinem ganzen Gelaber kleine Videoausschnitte. Es war leider sehr, sehr dunkel in dem Restaurant. Man konnte kaum Fotos machen oder kaum filmen. Es war richtig schlechtes Licht. War aber ein super Restaurant gewesen, wo die Janina ausgesucht hat, die Mermaid X Barbie. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es war eine super Organisation von dir auch gewesen. Und war ein super Restaurant, nur es war leider halt zum Filmen etwas dunkel gewesen. Und ihr werdet ja sehen, was ich gefilmt habe. Es war leider nicht viel. Es folgt auch noch ein Outfit of the Day. Die Mira, die Funny Pilgrim, habe ich ja kennenlernen dürfen. Auch hier nochmal viele Grüße an dich, Mira. Die ist einfach so, 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 so süß. Und ich habe mich so gefreut, sie kennenzulernen. Und sie war so nett und hat Kamerafrau für mich gespielt und hat mein Outfit of the Day gedreht. Also sage ich jetzt gar nicht so großartig, was ich anhabe, weil ihr werdet das einfach noch sehen im Video. Und ja, dann waren wir noch im Douglas, aber nur die Becky, die St. Millie, die Mira und ich sind zum Douglas, weil wir zum MAC wollten und auch noch, ja, halt einfach ein bisschen den MAC anschauen auf der Zeil. War ich ja auch noch nie gewesen, ist einfach super und der Douglas ist so riesig und ich würde mir wünschen, so einen würde es in Mannheim geben. Aber wir werden bestimmt uns nochmal zum Shoppen treffen, haben wir schon ausgemacht, da freue ich mich ganz doll drauf, ein bisschen mal in der Zeile oder so, um den Mädels shoppen zu gehen. Bestimmt ganz toll. Und dann sind wir zum Willy-Brandt-Platz und da haben wir dann die Abonnenten getroffen und da folgt dann auch immer so kleine Videos und alle Fotos, die ich gemacht habe mit den ganzen YouTubern, die blende ich einfach so querbeet irgendwie im Video ein. Und wen ich da alles so getroffen habe, natürlich war die Jessie da. Vielen, vielen, viele Grüße an dich, meine Liebe. War total schön, dich wiederzusehen und die Jessie war natürlich da, also Mama Tier 4. Dann habe ich die Conny wieder getroffen, die Love by Accident. Die ist ja auch von ein bisschen weiter her gekommen, was mich total gefreut hat, sie auch mal wieder zu sehen. Dann Vika, Victoria's Secret war da, die habe ich ja auch seit der Eyeclam-Party nicht mehr gesehen, habe ich auch total gefreut, sie wieder zu sehen. Viele Grüße, Vika! Und blende ich auch Fotos ein. Ja, wen habe ich denn noch wieder getroffen? Ja, ich glaube, das war's. Und alle anderen, die ich natürlich kennenlernen wollte oder so, habe ich eigentlich kennengelernt und getroffen. Habe mich da tierisch drüber gefreut. Und und dann standen wir einfach da am Willy-Brandt-Platz und haben uns gut unterhalten und erzählt und haben wir da die Zeit verbracht. Und danach sind wir noch in den Kaffee gegangen, haben nochmal Kaffee getrunken und da ein bisschen gechillt und erzählt. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und das war der ganze Tag und er war einfach wundervoll. Es war so, so schön, alle kennenzulernen. Ich habe mich auch gefreut, endlich St. Millie kennenzulernen, da sie ja in Mannheim wohnt, gerade, keine Ahnung, ein paar Kilometer weg oder so. Man hat sie schon nie gesehen. Habe ich mich auch gefreut, sie endlich kennenzulernen und ich hoffe, wir werden uns wiedersehen und mal ein bisschen was zusammen machen oder so, hier in Mannheim shoppen oder irgendwas. Aber das machen wir auf jeden Fall, also da. Nö, brauchst du mir keine Sorgen zu machen, gell? Und ja, fand ich einfach, ach, keine Ahnung, ich bin auch total, ich fand es einfach so toll, alle kennenzulernen und bin noch ganz hippelig. Und ja, also alles, was ich gemacht habe, alle Fotos und Videos folgen natürlich. Tut mir leid, dass es nicht so viel geworden ist, aber es war auch irgendwie schwierig. Aber was hätte ich denn auch filmen sollen? Nur die Menschenmenge oder so ist dann auch ein bisschen schwierig, vor allem waren
waren so viele da, auch am Willy-Brandt-Platz. Das war eine Menschenmasse und ich kannte ja auch jetzt wenige, außer ein paar YouTuber. Ich kannte auch nur einen Bruchteil von allen YouTubern, wo da war. Ja, keine Ahnung. Ich kannte selber wenige und auch von den Abonnenten kannte ich ja niemand. Und von daher, ja, war es zwar echt, echt schön, aber ich sag mal zum Filmen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber alles, was ich habe, blende ich euch ein. Jetzt zeige ich euch noch einen kurzen Haul, was ich alles so heute gekauft habe. Und zwar fange ich zuallererst mit was an, das habe ich bei der Nina gekauft, bei der Fabulous Bambi. Alle Kanäle von allen, die ich jetzt irgendwie erwähnt habe, fotografiert habe, sonst irgendwas, findet ihr in der Infobox. Ja? Also gucken, falls ihr die nicht kennt. Die Nina, die Liebe, die hatte vorgestern in Facebook gepostet, dass sie ihren Chanel Bronzer verkaufen will, den Solar Tante Chanel, den ja vielleicht jeder kennt und viele YouTuber haben ihn ja und sie hat ihn verkauft, weil sie hat ihn nur ein, zwei Mal benutzt und ist nicht so ihre Farbe und dann habe ich gleich zugeschlagen, weil er war mir eigentlich immer zu teuer gewesen, wollte ihn aber immer haben, weil jeder schwärmt davon und habe ich gleich zugeschlagen und jetzt habe ich ihn, oh, ich habe was von Chanel, freue ich mich total drüber. Hier Solar Tante de Chanel und ja, wie er aussieht, wisst ihr ja bestimmt. Also er ist jetzt wirklich, ich bin vorhin auch mit den Fingern drin gewesen, also er ist ja wirklich kaum benutzt und ich bin auch schon durch. Also viele haben ja irgendwie gesagt, dass der Geruch so toll sein soll. Ich mag den Geruch irgendwie nicht so, aber ich bin auch ein bisschen empfindlich, was so Gerüche angeht, um ganz ehrlich zu sein. Und, aber naja, das ist ja jetzt nicht so ausschlaggebend. Ich finde den ganz, ganz toll und ich freue mich damit, mich zu schminken. Auf jeden Fall. Und ja, das werde ich vielleicht morgen gleich mal ausprobieren, weil das muss ich immer gleich alles sofort ausprobieren. Also habe ich jetzt auch was von Chanel. Dann habe ich noch zwei Geschenke bekommen und zwar von der Becky. Vielen Dank, Becky. Habe ich zwei Pinsel bekommen und zwar einmal hier ein, das ist ein echter Pinsel, das ist der Be Powdered, ein Puderpinsel. Finde ich total geil. Puderpinsel habe ich ja jetzt bisher nur die von Zoeva und wollte ich auch schon immer von der Becky haben. Wie ihr wisst, habe ich ja einige Pinsel von der Becky, aber noch kein Puderpinsel. Und der ist auch so weich und da bin ich auch mal gespannt. Oh, lässt sich bestimmt toll das Puder verteilen. Und für diesen Chanel Bronzer, wohl bestens geeignet, ist der Round Buffer. Der ist jetzt neu. Ich habe ja den normalen Buffer, der ja aber ganz flach abgeschrägt ist und auch, glaube ich, ein bisschen größer, so vom Kopf her. Damit verteile ich ja immer meine Foundation, kennt ihr ja bestimmt, das benutze ich ja immer in jedem Tutorial für meinen Foundation. Und der ist jetzt hier oben abgerundet, das ist ein Synthetica-Pinsel und der ist richtig, richtig geil und soll auch richtig gut sein, um jetzt den Bronzer, weil das ist ja auch so eine cremig-mußige Konsistenz zu verteilen. Und ja, die beiden habe ich noch geschenkt bekommen. Dann waren wir in Douglas und da habe ich zwei Sachen gekauft. Einmal bei MAC wollte ich ein Pigment. Ich wusste eigentlich nicht welches. Ich hatte zwar geplant, mir Tan zu kaufen, weil ich habe Tan ja in der Abfüllung und es ist jetzt leider leer. Und habe mich dann aber doch für einen anderen entschieden, den die St. Millie mir gezeigt hat, weil sie ihn auch gekauft hat. Und zwar ist das hier, das Pigment, kostet 23 Euro und ich habe die Farbe Blue Brown. Ich swatche es euch auch natürlich. Er erinnert in der Flasche auch leicht an Club, finde ich, weil er ja auch so einen grünlichen Schimmer hat. Hier könnt ihr das vielleicht sehen. Braun, bräunlich-grün ist der Schimmer. Und ich swatche es euch mal. Momentchen. Aber ich finde die Farbe einfach nur der Knaller. So, 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 so schön. Moment, ich mache lieber gleich den Deckel wieder drauf, sonst passiert gleich ein Unglück auf meinem Esstisch. Wir sind aber auch kleiner geworden, wenn ich das jetzt mal vergleiche. Ja, es sind ja nur noch 4 Gramm drin, glaube ich, statt 7, gell? Weil ich habe ja eine Originalgröße, 4,5 Gramm. Ich habe ja ein Original, das ist kleiner geworden. Aber ich denke, das kriegt man trotzdem nie leer. So sieht das aus hier. Ist das nicht geil? Jetzt habe ich auch noch Licht an. Jetzt könnt ihr sehen, also er schimmert wirklich Blue Brown. Also hier, so ohne Licht ist er eigentlich braun. Und im Licht schimmert er dann grünlich-blau. Also es ist einfach so geil, dieser Schimmer. Und ja, hier könnt ihr es auch nochmal sehen. So geil, so zweifarbig. Hier, schaut mal, wie intensiv das ist. Ich habe da nur so ein bisschen drauf gemacht. Also, oh, der Hammer.
Also 23 Euro kostet das Pigment. Und dann habe ich mich überreden lassen, dann waren wir ja, so die Mira und die St. Millie waren am Chanel-Stand, weil sie ja auch diese Illusion d'Ombre so mögen. Und die St. Millie hat auch welche gekauft. Das, schaut euch ihr Video an. Wir haben auch einen kleinen Haul gedreht im Auto. Da zeigt sie auch ihre Farben. Da ist auch eine neue Farbe dabei. Und die Mira hat sich auch einen gekauft und ich wollte schon immer einen haben, war aber auch immer zu geizig. Aber jetzt habe ich mir vorhin eine Farbe auch angeschaut und die musste ich dann unbedingt haben. Also so sieht das aus. Von Chanel, die Illusion d'Ombre. Dann ist so ein kleiner Pinsel dabei. Ja, ich weiß nicht, ob der gut ist, keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil er ist sehr hart. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Also die Mira trägt das mit den Fingern auf. Ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege. Das ist ja mit den Fingernägeln nicht immer ganz so einfach. Und ja, ich habe die Farbe 83, Illusion. So. Habe ja schon ein bisschen geswatcht vorhin. Ein paar Leute wollten den nämlich sehen. Ich mache jetzt auch nochmal kurz Licht an, damit ihr das schön sehen könnt. Und diese Konsistenz, das ist einfach so, so geil. Das ist ja wie Creme, aber das wird dann so richtig geil pudrig. Und die glänzen und schimmern und glitzern. Die haben so einen geilen Glitzer. So, hier. Schaut mal, wie die glitzern. Und die Farbe, das ist so ein... Ja, wie soll ich das beschreiben? Es ist ein lila Ton, würde ich sagen. So ein ganz, ganz dunkler... Lila, ja, so lila-braunton erkennt man jetzt schlecht, würde ich sagen, aber ja, ist schon eher so ins Lila gehende. Finde ich richtig, richtig schön und das will ich auch mal ausprobieren, auch mit verschiedenen Base drunter, vielleicht mit einer dunklen Base oder wie das da so rauskommt auf einer schwarzen Base oder so, das will ich einfach mal ausprobieren. Und ja, ich bin total glücklich mit meinen zwei Sachen aus dem Douglas, hier MAC und Chanel und ja, dann noch meinen Chanel Bronzer. Also heute habe ich ein bisschen High-End eingekauft, ne? Aber das darf ja auch mal sein, ne? Ein bisschen gespart, ich wusste ja, ich komme vielleicht zu MAC oder so und ja. Wie auch immer, es war ein wunder, wunder, wundervoller Tag. Vielen lieben Dank an alle, die ich kennenlernen durfte. Ihr seid alle ganz, ganz zauberhaft und ich würde mich freuen, euch alle wiederzusehen. Und habe mich gefreut, euch kennenzulernen und hatte einen wirklich schönen Tag. Und jetzt würde ich sagen, im Anschluss folgen einfach ja, die kleinen Video-Ausschnitte, die ich gemacht habe und die ein oder anderen Fotos, die ich gemacht habe und mein Outfit of the Day. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, schon einmal vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem restlichen Video. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao. So, hallo. Wer bist du? Davy. Okay. Kanal in der Infobox, gell? Hallo, Sandra. Hallo. Juhu. Hallo. Hallo, Ober. Kommst ins Video. Hallo. Ja, danke. Hallo. Die Becky. Oh. Bisschen Salat zwischen den Zähnen, gell? Hallo, die Conny. Und du bist? Bitte? Und du bist? Ich bin die Vanessa. Und wie heißt du auf YouTube? Okay, das schreiben wir in die Infobox. Das musst du mir noch aufschreiben später. Das war ganz das alles. Okay. Da hinten ist die Jessie. Jessie! Hallo! Zu viel, Boy. Wir müssen noch 10 Euro. Mira. Hallo. Und was machst du jetzt? Du drehst mein Outfit, oder? Ich drehe dein Outfit gleich. Ja, hier, meine personal Kamerafrau. Lady in Pink. Genau. Hallo. Ich drehe ein Outfit und zwar, was fange ich an? Keine Ahnung. T-Shirt. Ich habe alles von Merumola heute an. Und zwar in Ombre. Ich habe eine Größe gekauft. Das ist von ja. Ballerinas sind schon alt, aus so einem Billigladen, aber fand ich
ich ganz süß. Auch in rosa mit Pailletten. Und ja, Schmuck, genau. Mein Nagellack ist von Flomar Leon Pink. Der Ring ist von Accessorize. Das ist von Madonna, hat 5 Euro gekostet. Auch von Madonna 3 Euro. Das ist von I Am. Dann habe ich an, wie immer, mein Puzzle von Thomas Sabo. Meine Michael Kors Uhr. Und ja, was habe ich noch im Gesicht? Ohrringe. Ohrringe sind von Gina Tricot. Ja, was soll ich sonst machen? Face of the Day. Keine Ahnung, was ich drauf habe. Ich habe MAC Satin Taupe drauf und MAC Pigment Tan. Und hier unten das blaue Pigment von Kiko. Und aus der Roller Babe NE den Rouge. Und von MAC aus der Shop LE war das, glaube ich, der Naughty Sword. Aber ich glaube, der ist gar nicht mehr so drauf, gell? Mein Pink ist wahrscheinlich schon wieder weg. Ja, ja, das war's. Eine Billig-Sonnenbrille. Und ja, habe ich heute schon wieder gemacht. Das war's. Naja, schön. Ist doch keiner hinter mir? Wir waren im Douglas und ich bin angesteckt worden. Ich bin jetzt süchtig nach Ombre Illusion. Egal. Die machen schon Platz.